Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. Wir spielen heute die Demo-Version von The Horrors Lost Tape. Ich habe gesehen, ich habe es mir gerade eben angeguckt, weil es mich interessiert hat. Mittlerweile ist auch schon die Vollversion draußen. Das heißt, diese Demo liegt schon sehr, sehr lange auf meiner Platte und wartet darauf, von uns gespielt zu werden. Und ich dachte mir, heute ist mal der richtige Tag nach den ganzen Streams, die jetzt in der letzten Zeit gewesen sind. Und mal wieder ein Horrorspiel zu spielen, so ganz für uns alleine, dass wir uns auch so richtig einscheißen können. Und ja, wir haben offensichtlich eine neue Wohnung gekauft und sind da jetzt eingezogen gegen den Rat unserer Familie und Freunde. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Soweit ich weiß, ist es ein Stealth-Horror-Game, was ja gar nicht mein Genre ist. Aber ich dachte, wir geben dem Ganzen mal eine Chance und gucken, ob ich ein bisschen mutiger geworden bin durch die ganzen Spiele, die ich mittlerweile schon gespielt habe. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein. Hier ist ein seltenes Video von dieser Area. In 2009 war ein männlicher Student, wurde dort vermisst. Seltsamerweise war das, was er zurückgelassen hatte, ein Videotape, in dem man eine sehr seltsame Frau gesehen hat. Ich muss wahrscheinlich etwas darüber herausfinden. Schnelles Übersetzen ist nicht meine beste Eigenschaft. Hallo? Ich dachte, das Spiel wäre abgestürzt. Das ist es nämlich gerade eben schon mal. Okay, also wir wachen auf. Mal wieder in einem dieser ganz berühmten Zimmer ohne Fenster. Man kann den Regen aber sehr deutlich hören dafür, dass wir hier kein Fenster haben. Erinnert direkt schon so ein bisschen an PT. Die Maus ist sehr schnell. Ich nehme mal an, ich kann die nicht umändern. Und wir haben offensichtlich einen harten Insektenbefall. Und es ist kurz vor 10, 2014. Das ist das Bild vom Eingang. Okay. Da kommen wir nicht rein. Da kommen wir rein. Offensichtlich gibt es wirklich... Gibt es wirklich Wohnungen, in denen so gar keine Fenster sind? Da wird man doch depressiv. Ich meine, ich mag auch die Dunkelheit, aber da wird man doch depressiv. Nach einer Weile, oder? Snacks, Snacks. Und da hat jemand geblutet. Was steht denn da? Ein männlicher Student wurde auf mysteriöse Weise in der Universität umgebracht. Noch eigenartiger war es, dass neben dem Körper eine Taschenlampe und ein Camcorder gefunden wurden, die beide, der Camcorder wurde schwer beschädigt. Warum ist diese Zeitung voller Blut? Haben wir den armen Studenten umgebracht? Okay, das ist wahrscheinlich die Haustür. Und wir haben hier ganz viele... Ist das Shrek 2? Was ist das für eine Sprache? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist wahrscheinlich eher die Haustür, weil da... Obwohl, da liegen überall Matten. Naja, okay. Ich bin ein bisschen nervös. Okay, ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin ein bisschen nervös. Und wir kommen nirgendwo anders hin. Das ist praktisch. Kann ich das Licht ausmachen? Das ist ein riesiger, riesiger Lichtschalter. Was ist da drin? Auch, ach so, eine Vase. Gut. Das Spiel dauert noch nicht mal 5 Minuten und ich bin schon lost. Kann ich hier irgendwas anfassen? Kann ich crouchen? Es ist doch ein... Oh Gott, ich kann. Und es ist auch eine Taste, die ich nicht gerne mag. Okay, hier kommen wir wirklich nicht raus.
Können wir Fernsehen gucken? Da ist ein Bild so ganz versteckt. Gott, was hab ich geholt? Habe ich ein Inventar? Nö. Hallo? Ich. Ah. Eine Freude, dieses Spiel aufzunehmen, jetzt schon. Ich habe mir irgendwas genommen. Ich habe es nicht gesehen, was ich genommen. Gottes Willen. Es ist ein bisschen seltsam, weil du keine Anzeige hast, was du öffnen kannst und was nicht. Jemand hat unser Schlafzimmer zugemacht. Warum? Darf ich jetzt? Nein, ich darf immer noch nicht. Okay, ich habe das Schränkchen geöffnet. Sind wir eigentlich Briefträger? Wer heißt denn das? Zeitungsjunge? Wir haben so viele Zeitungen hier rumliegen. Okay, und wir kommen. Hallo? Sie wünschen bitte? Junge, ist das laut. Hallo. Das Weinen kommt mir sehr bekannt vor, SPT. Sehr bekannt vor. Hallo? Na toll. Ich nehme an, F für Flashlight? Natürlich. Wäre das nicht ein Grund, direkt wieder auszuziehen? Ich meine ja nur, ich frage für einen Freund. Jumpscare 3, 2, 1. Ja! Und trotzdem gezuckt. Und trotzdem gezuckt. Oh Gott. Ich muss. Ich will nicht mit dir reden. Ich bin hier der neue Nachbar und du verarschst mich jetzt schon. Da ist ein Schlüssel. You're next. Danke. You're next. Die Frage ist natürlich immer, hat der Student vor 6 Jahren hier gewohnt oder... für diese Tür. Oder was für eine Verbindung hat man immer? Das fragt man sich in Horrorspielen ja eh schon so. Immer so ein bisschen. Warum ist denn hier noch ein Bett? Oh. Das ist auch ein sehr trauriges Zimmer. Kann ich hier press E to offer biscuits? Ich nehme an... Sie ist verstorben. Diese Sounds. Ich glaube immer, ich bin nicht mal anfällig für verfolgt werden, sondern anfällig für Sounds. Was möchtest du denn? Du hast doch jetzt hier Biscuits. Du kannst doch jetzt in Frieden ruhen, wenn es das ist, was du wolltest.
Hallo? Ich habe Angst. Also ich darf nicht abhauen, das ist sehr beruhigend. Vor allem, da kann man sich doch eigentlich ins Bett legen und weinen. Also, wenn man sowieso nicht rauskommt, kann man doch einfach ins Bett gehen und weinen. Das kann ich nicht versuchen. Was muss ich jetzt wieder finden? Komm hier nicht rein. Jetzt steht doch gleich, wenn ich da hingehe. Irgendwann steht da einer. Die springt mich dann an und dann bin ich traurig für mein Leben. Ah. Irgendwas passiert hier gerade mit meinem Handy. Einen Moment bitte. So, ja. Es ist, niemand ruft mich an. Niemals. Aber wenn ich, ein Spiel aufnehme, dann sofort. Dann, das riechen die Leute. Junge. Das Problem ist, ich war gerade so auf einem Angespanntheitslevel. Wo denkst du, dass du hingehst? Ich wollte nur nach Hause. Also ich wohne ja jetzt hier, aber... Haben wir uns den Kopf nur gestoßen oder sind wir... Haben wir das Tape gesehen? Also ich frage für einen Freund, denn das ist ganz, ganz wichtig. Ob wir das Tape gesehen haben oder nicht. Weil vielleicht ist es ja wie bei The Ring. Wenn man das Tape... Ich dachte gerade, da steht jemand. Wenn man das Tape gesehen hat, dass man dann sterben muss. Und die Frage ist, was hat es mit diesem Schreien auf sich? Aber die Sounds machen das gut. Die Sounds machen das wirklich gut. Ich finde auch ein Flüstern, wie das hier jetzt. Sagen, ich würde ein Flüstern meist unangenehmer als laute Sounds. Ich bin sehr froh, dass uns der Verfolgungszeit erspart geblieben ist. Also grafisch ist nichts Besonderes. Von den Jumpscares her jetzt auch nichts, was man nicht schon mal gesehen hätte. Und diese Melodie erinnert mich hart, sehr, sehr hart an Resident Evil 7. Aber für zwischendurch ganz nett. Mich würde schon interessieren, was das Spiel als volles fertiges Spiel daraus gemacht hat. An dieser Stelle verabschieden wir uns aber. Die Demo kann man sich wie immer bei itch.io runterladen. Das volle Game tatsächlich auch, habe ich nur bei itch.io gesehen. Steam hat es nicht. Ich werde euch einfach alles unten in die Videobeschreibung packen. Vielen Dank fürs Zugucken und dabei sein. Vielleicht fürs Mitgruseln, fürs Miterschrecken. Bis zum nächsten Mal. Bye.